Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon, so wie es hier steht, zumindest für den Moment. Und das hier ist mal wieder Mischief Makers und es wird Zeit, sich mal langsam so ein bisschen dem Ende zu nähern. Denke ich jedenfalls. Immerhin nennt sich dieser Level ja immer noch Imperiales Hauptquartier. Und jetzt sind wir in Level 5-2, Gegenangriff, also Counter-Attack. Yeah. Und, ich reite einen Strauß, warum der jetzt hergekommen ist, und, da fliegen Bomben auf mich. Ich bin mir jetzt nicht so ganz im Klaren darüber, was das zu bedeuten hat. Okay, ich kann den auf jeden Fall mit seinen eigenen Bomben angreifen. Ich sollte mich nur nicht davon treffen lassen, nicht mal. Okay. Das hat gerade einen Goldkristall gegeben, oder? Dass ich den Strahl abgewehrt habe. Das ist ja mal cool. Komm schon, Bombe! Gib mir Bombe! Bringt irgendwie nichts so. Treffe ich den damit eigentlich, wenn ich das mache? Also, dem Geräusch nach könnte man meinen, ich treffe ihn, aber... Ja, und Feuer! Bam! Ja, komm, gib mir mehr von deinen komischen Strahlen der Verdammnis. Mach ich doch. Alle. Ja, super. Also, es kann eigentlich nicht so schwer sein, den Kerl jetzt zu besiegen, weil irgendwie fällt dem ja offensichtlich nichts Neues ein. Jetzt kommt wieder ein Laserstrahl. Ja, und Feuer! Was war denn das, Marina? Verdammt. Streng dich doch mal ein bisschen an, Frau. Frau Roboter. Oder Roboterfrau. Eieiei. Was ist das nur für ein Ultra-Intergalactic-Cyborg-G, der nicht mal in der Lage ist, so einen einfachen Laserstrahl zurückzufeuern? Skandal. Okay, aber das hat jetzt irgendwie überraschend gut angefangen. Also das bin ich ja gar nicht gewohnt, dass ich Mischief Makers einlege, ein Let's Play starte und irgendwie das auf anderthalb funktioniert. Ich meine, ich habe Rang B, ich habe eine Minute gebraucht und 40 Sekunden, das ist okay. Ich habe einen Goldkristall gekriegt und, naja, ole ole. Und jetzt kommt 5-3, Bee's the One, also Biene ist der eine. Ja, gibt es irgendeine sinnvolle Übersetzung dafür? Biene ist derjenige, ist diejenige, dasjenige, was weiß ich. Auf jeden Fall reite ich die Biene, ja. Die Biene kennen wir noch von irgendeinem vorherigen Level. War mal irgendwann so ein Zwischenboss, ich glaube in Mijens Schrein war das, damals, in der guten alten Zeit. Man versorgt uns mit Raketen, aber die Frage ist, ob die irgendeinen Zweck erfüllen. Na gut, wir können sie auf andere Glänzer werfen. Wir können aber auch einfach die Glänzer greifen und werfen. Also, wozu brauche ich die Raketen? Macht jetzt für mich wenig Sinn, aber okay. Ja, komm her, du Glänzerlein. Zack, ja. Und alles fliegt auf mein Kommando. Das ist echt jetzt irgendwie ein bisschen anspruchslos, hier rumzufliegen und Raketen durch die Gegend zu werfen. Hat vielleicht wenigstens jemand von euch einen Goldkristall dabei oder so? Dann würde sich das Ganze vielleicht lohnen. Wow, zwei mit einem. Also, mit einem Raketen-Backpack-Typi, zwei andere Raketen-Backpack-Typis umgehauen. Finde ich super. Ja, und wieder Volltreffer. Es ist wirklich denkbar niveaulos, aber okay. Ja. Kommt da noch irgendwas? Ja, da kommen noch ein paar Typen. Aber sonst wiederholt sich alles. Wie praktisch. Okay. Kann ich eigentlich noch irgendwas anderes machen, indem ich die Biene schüttle oder so? Jetpack funktioniert nicht. Ich kann die Biene also nicht schütteln. Und irgendwo hätte es garantiert einen Goldkristall gegeben. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Mal wieder. Schade. Naja. Vielleicht geht das Level... Ne, das Level geht auch nicht weiter. Okay. Das war wieder so schnell abgeschlossen. Das gibt's ja gar nicht. Das müsste jetzt aber einen guten Rand rangeben. Genau. Weil ich hätte ja nicht wesentlich schneller machen können. Und Level 5-4, Marco. Das ging aber mal echt schnell. Und ich sehe gerade, das Level hat auch nicht... Also, diese Welt hier hat nicht allzu viele Level, wenn ich das richtig sehe. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Wow. Und in Welt 5-4 begegnen wir schon Marco. Das ist ja erstaunlich. Zumal Marco ja der letzte von den Bistektors ist, der noch bleibt. Okay. Und er möchte uns gar nichts sagen. Ich habe jetzt gedacht, der sagt jetzt irgendwas, aber nö. Madame, deine Schönheit ist die eines wunderschönen Teufels. Oder vielleicht eines grausamen Engels? Yeah. In diesem Spiel bin ich sicher, dass ich der richtige, dass ich der niedlichste Charakter von allen bin. Ja, das mit Sicherheit, weil alle anderen irgendwie seltsam aussehen, aber du siehst auch durchaus seltsam aus. Egal. Und wer bist du? Mein Name ist Marco. Aber die Ladies nennen mich Dr. Smooth Love. Wow. Wirklich? Was du nicht sagst. So, also bist du der Boss dieser Stage? Schon wieder so eine dumme Anspielung, es ist herrlich. Nicht ganz. Ich bin mehr als ein einfacher Stage-Boss.
Jetzt wirst du mit deinem Leben bezahlen. Du solltest etwas Respekt zeigen. Normalerweise bekämpfe ich keine Mädchen. Aber du lässt mir keine Wahl. Okay, na dann zeig mal, was du kannst, Kollege. Au, okay. Gib mir eine Gelegenheit, dich anzugreifen und dann werde ich es tun. Okay, warum konnte ich ihn jetzt treffen und vorher nicht? Okay, interessanter Angriff, den er da kann. Aber... komm in die Luft, dann kann ich dich wenigstens angreifen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wie zum Geier soll ich dich bekämpfen, Merko? Okay, also seinen Goldspeer kann ich offensichtlich nicht greifen. Aber dafür kriege ich so richtig eins auf die Mütze, wenn ich mal einmal davon getroffen werde. Das ist nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ah, verstehe. Ich muss ihn angreifen, wenn er angreift. Haha, das macht sogar Sinn. Also ich meine, klar, er gibt seine Deckung auf, wenn er angreift. Ah, verdammt, Marina, was machst du? In der Luft ist er mir wohl ein bisschen überlegen, was wohl damit zusammenhängen könnte, dass er Flügel hat, die ich nicht habe. Aber okay, am Boden bist du mir unterlegen. Haha. Außerdem kann ich greifen und schütteln und werfen und... Au, lauter so ein Quatsch, der mir nicht weiterhilft. Verdammt. Ich verliere gleich wieder ein Leben. Nee, noch ein bisschen Energie habe ich ja. Aber, wenn ich so weitermache, dann wird das hier nicht gut enden. Verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Und stirb. Verdammt, das hat nicht geklappt. Aber das hat geklappt. Haha. Oh, bist du schon fertig? Naja. Wenn man jetzt mal weiß, wie es geht, ist es gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, den Boss könnte man auch schaffen, ohne getroffen zu werden, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Dunkelheit bedeckt den Himmel. Wow. Die Erde ist in großer Gefahr. Oder in Todesgefahr. Oder Grabgefahr. Oder was auch immer. Nun hör mir genau zu, Ma'am. Miss, Lady, wie auch immer. Ich kann nur für einen Moment ich selbst sein. Okay, interessant. Dein Schicksal ist es, den Plan des Imperators zu zerstören. Die Glänzer werden vom Imperator kontrolliert. Der Imperator gab ihnen Waffen und versucht, die Erde zu anzugreifen eben. Ja, ne, du weißt schon. Gleichzeitig versucht der Imperator sein wahres Ziel zu erfüllen oder erreichen, was auch immer. Boah! Warum bist du plötzlich so ernst? Okay. Ich dachte, wir würden nur Blödsinn machen. Interessant. Also, Merko sagte, er kann nur für einen Augenblick er selbst sein. Heißt das, er wird auch irgendwie vom Imperator kontrolliert, beherrscht, wie auch immer man es nennen will? Wer weiß, aber für den Moment soll es das mit Merko gewesen sein. Wir kommen ins nächste Level, 5-5, Trapped. In der Falle, oder so, könnte man sagen. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir wirklich in der Falle sind. Sieht interessant aus. Also ich muss sagen, also von der Optik her ist das eins der interessanteren Level. Da ist eine Mrs. Hint, die uns wieder irgendwelche nutzlosen Hinweise geben wird. Können wir darauf verzichten in diesem Moment? Au, würdest du dann... Ja, danke schön. Ich will eigentlich gar nicht deinen Raketenwerfer, ich will dich. Genau. Okay. Wie, ich kann ihn nicht aufschießen? So ein Skandal. Vielleicht kann ich jetzt durch? Es ist toll, wie man diesen Raketenwerfer mitnehmen und benutzen kann, aber okay. Ja. Okay, Glenbomb hilft mir weiter. Da haben wir wieder etwas zum Schütteln. Da erscheint ein Stern. Hier sind verdammt viele Sterne. Nee, falsch. Verdammt viele Sterne, ja. Irgendwo ist wieder was aufgetaucht. Ah ja, ein blauer Ball. Und damit können wir wahrscheinlich wieder zurück an den Anfang. Yep, das war anzunehmen. Und jetzt können wir mal versuchen, was passiert, wenn man den blauen Ball schüttelt. Dann erscheint so ein Ding. Das vermutlich irgendeinen Zweck erfüllen sollte, aber... Ich komme im Moment nicht drauf, welchen. Naja, bleib mal hier stehen. Vielleicht gehst du damit kaputt, wenn ich irgendwas kaputt mache hier. Verdammt, das setzt alles wieder zurück auf Null. Das soll er ja nur erstmal wissen. Das hier bringt mich hier hin. Okay. Was irgendwie jetzt auch nicht so wesentlich weiterhilft. Okay.
Verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt fängt's wieder an. Jetzt geht's wieder so los wie die ganze Zeit. Schön. Jetzt fange ich an, wieder nur noch Blödsinn zu bauen und alles geht in den Bach runter. Ja, dabei hat es doch die ganze Zeit so gut geklappt. Ich bin doch so gut vorangekommen jetzt. Also was heißt die ganze Zeit? Für den Moment, den ich jetzt bisher gespielt habe. Aber okay. Das ist ja schon mal mehr, als ich sonst so behaupten konnte. Okay. Upsi, das wollte ich nicht. Schütteln. Lässt weitere Glenbombs erscheinen. Und du, kannst du vielleicht die Glenbomb fangen? Oder passiert irgendwas, wenn du eine Glenbomb abkriegst? Wo kam die eigentlich jetzt raus? Kam die da aus dem Kreis oder wo? Das hat mir jetzt nicht so wirklich weitergeholfen. Wie könnte ich es schaffen? Verdammt. Wie könnte ich es schaffen, an diese Glenbomb ranzukommen? Im Moment bin ich da etwas ratlos. Er gibt mir wieder so ein Ding. Es muss also irgendeinen Grund dafür geben, dass ich dieses Teil hier kriege. Die Frage ist nur, welchen Grund? Irgendwas muss das Teil doch können. So wird das nichts. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Ich müsste es schaffen, die Bombe irgendwie abzufangen, aber das Ding hier scheint ja nicht dazu in der Lage zu sein. Und sonst passiert ja auch nichts, ne? Das ist wirklich sehr seltsam. Verdammt, das wollte ich schon wieder nicht. Warum machst du das dauernd, Marina? Oder darf ich den Bereich vielleicht nicht sprengen? Ist das vielleicht der Fehler? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Probieren wir das mal aus. Ich gehe mal nochmal raus und komme wieder rein. So, jetzt sprenge ich den roten Bereich hier nicht, sondern teleportiere mich gleich hier rüber. Dann benutze ich den. Dann erscheint da ein Stern. Damit können wir uns wieder teleportieren. Haben irgendwas erscheinen lassen und können wieder zurück. Na, gehst du da hoch? Bitte, Mädel. Dankeschön. Bin ich wieder hier. Jetzt gehen wir wieder da durch. Ja. Hat jetzt aber nicht wesentlich was geändert, ne? Also mal abgesehen davon, dass ich die Bombe immer noch nicht habe. Ich begreif's gerade nicht so ganz. Das muss doch irgendwas bringen. Also, schütteln wir mal. Ah ja. Okay, also wird die Bombe dann doch aufgefangen von dem Teil. Es muss nur hoch genug stehen. Gut, ich habe eine Glenbomb, mit der kann ich mir den Weg freimachen. Und das Ganze können wir nochmal machen, theoretisch. Dann kann ich nicht auch den Weg hinten weiter aufsprengen. Und dann ergibt dieses ganze Level auf einmal Sinn. Es ist erstaunlich, oder? Also, auf die Idee muss man doch auch erstmal kommen. Gut, andererseits, was hatte ich jetzt noch für Optionen? Es blieb ja nichts mehr übrig. Okay, Glenbomb, zack. Und ja, und der Weg ist frei. Und wo führt mich das hin? Wow, hier wird scharf geschossen, aber scheinbar nicht auf mich. Ja, die ganzen Schüsse gehen irgendwie ganz klar an mir vorbei, aber warum? Wie, ich kann dich nicht durchschütteln, Kollege. Das stimmt mit dir nicht. Bist du sowas wie ein Boss? Also, jetzt wäre es gut zu wissen, was man machen muss. Ich habe es noch nicht so ganz geblickt. Also, nicht so ganz, ist noch stark untertrieben. Ach, verdammt. Was zum Geier muss ich mit dir machen? Ich meine, ich muss ihn irgendwie erwischen, wenn er seinen Enterhaken schießt, aber wie erwische ich ihn dann? Ist aber auch schwer in seiner Nähe zu bleiben, wenn er sich hier, wenn er die ganze Zeit diese Bälle nach einem wirft. Eieiei, das könnte jetzt länger dauern. Ich krieg's nicht hin. Ich erreiche ihn nie rechtzeitig. Also, ihr müsst ja. Erstmal muss ich gucken, dass ich in seiner Nähe bin, damit ich überhaupt die Chance habe, ihn zu greifen, wenn er das macht.
Und außerdem macht er ja nur überhaupt was, wenn ich in seiner Nähe bin. Also ich meine, er hört ja auf, Sachen zu machen, wenn ich nicht in seiner Nähe bin. Und dann muss ich zusehen, dass ich irgendwas mache, wenn ich es irgendwann mal schaffe, ihn überhaupt zu greifen zu kriegen. Aber ich habe ihn jetzt schüttelt nach unten, aber das hat keinen Effekt. Diesmal hat es einen Effekt, aber oh, das ist jetzt nicht so unbedingt mega vorteilhaft. Jetzt habe ich es nicht geschafft, ihn zu greifen. Ist ja toll. Wow. Okay, ich sollte nicht da oben rumfliegen. Das ist nicht unbedingt zu meinem großen Vorteil. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Wieso klappt das manchmal und manchmal nicht? Aua. Und wieso muss der mich jedes Mal treffen, wenn ich ihn erwische? So ein Dreck. Ich brauche irgendwie eine Gelegenheit, um mal nochmal richtig zu erwischen, aber... Ja, okay, diesmal hat es geklappt. Aber warum klappt das manchmal und manchmal nicht? So. Ja, okay. Das könnte jetzt wirklich ewig dauern. Zumal, das kam jetzt überraschend, dass er jetzt auf einmal den Ball anders geworfen hat. Also ich meine, das scheint irgendwie nicht wirklich ein Muster vorhanden zu sein oder dergleichen. Au, er macht das, wie er gerade Lust hat. Und warum treffe ich ihn manchmal damit und manchmal nicht? Könnt ihr jetzt aber langsam, ich wollte es gerade sagen, langsam besiegt sein, weil ich habe nicht mehr viel Lebensenergie, verdammt. Und ich hatte doch beim letzten Mal erst einen Continuum mit voller Lebensenergie verbraucht. So ein Dreck. Jetzt bin ich schon wieder so gut wie tot. Eine Mrs. Hint, die interessiert mich nicht weiter. Warte, fällt mir ein. Okay. Also, ne, gut, bringt nichts. Interessant zu wissen. Ja, beim letzten Mal wurde mir ja der Tipp gegeben von wegen Analogstick benutzen oder so, aber der bringt überhaupt nichts. Also, der hat null Effekt. Faszinierend. Okay, damit wäre dieses Level auch geschafft und dann kommen wir zu Phoenix Gamma. Aber an der Stelle machen wir mal eine kurze Aufnahmepause, weil mit dem bisschen Lebensenergie werde ich es natürlich nicht schaffen. Also sehen wir uns gleich wieder an dieser Stelle mit frisch aufgeladener Lebensenergie. Bis gleich.